Beste Freunde teilen alles. Oje, was ist denn das? Sagt Frau Kramer, die Leiterin des Kindergartens, und schaut genauer auf Bennys Kopf. Mir scheint, da krabbelt eine kleine Laus. Eine Laus? Das findet Benny ja wirklich spannend. Schade, dass Bennys bester Freund Timo heute nicht im Kindergarten ist. Benny hätte ihm zu gerne seine Laus gezeigt. Aber auch die anderen Kindergartenkinder finden das sehr aufregend. Alle stehen um Benny und Frau Kramer herum und wollen unbedingt Bennys Laus sehen. Wo ist sie denn? Zeig doch mal, ich will sie auch sehen, schreien sie durcheinander. Nun mal ganz langsam, befiehlt Frau Kramer streng. Ihr geht jetzt erst mal in die Spielecke und ich rufe Bennys Mama an. Sie muss Benny abholen und den Kopf mit Läuse-Shampoo waschen. Und dann schaue ich nach, ob's bei euch auch krabbelt. Mama, ich hab Läuse, ruft Benny fröhlich, als Mama endlich da ist. Aber Mama freut sich nicht besonders. Sie nimmt Bennys Jacke und seine Mütze vom Garderobenhaken und seufzt. Mann, oh Mann, das müssen wir jetzt erstmal alles waschen. Dann fährt Mama mit Benny gleich zur Apotheke. Dort will sie das Shampoo kaufen. Ich hab nämlich Läuse, sagt Benny stolz in die Runde. Die anderen Kunden in der Apotheke machen Platz. Viel Platz um Mama und Benny und lächeln gequält. Und zu Hause geht's dann erst richtig los. Mama wäscht Bennys Kopf lange und gründlich. Das Shampoo tötet nämlich die Läuse ab, erklärt sie ihm, damit sie dich nicht mehr beißen können. Sag mal, Benny, hast denn außer dir noch ein Kind Läuse gehabt? Benny überlegt. Nö, ich bin der Einzige. Toll, was? Mama lässt nicht locker mit ihrer Fragerei. Ich kann mir gar nicht erklären, wo deine Läuse herkommen. Habt ihr vielleicht die Mützen getauscht? Benny nickt. Timo und er tauschen im Kindergarten oft die Mützen, wenn sie gemeinsam Urwaldforscher spielen und nach seltenen Tieren suchen. Beste Freunde teilen schließlich alles. Als Benny endlich mit seinem Handtuchturban gemütlich im großen Sessel sitzt, geht Mama auf Läusejagd. Tolles Spiel, findet Benny. Leider darf er nicht mitspielen. Mama zieht Bennys Bett ab und steckt all seine Anziehsachen in die Waschmaschine. Mama erklärt Benny, dass Läuse gerne da sind, wo es warm und kuschelig ist. Zum Beispiel im Bett, auf der Kleidung und leider auch auf den Kuscheltieren. Damit die Läuse verhungern, steckt Mama alles, was sie nicht waschen kann, in große blaue Plastiktüten und stellt sie für lange Zeit in den Keller. So ein Mist. Womit soll Benny denn jetzt spielen? Zum Glück ruft er Timos Mama an. Timo hat auch Läuse. Jetzt sitzt er genau wie Benny in einem Handtuchturban auf dem Sofa und ist sauer, weil seine Mama seinen Teddy in die Gefriertruhe gelegt hat, damit die Läuse einfrieren. Timos Mama fragt, ob Benny zum Spielen kommen will, damit Timo nicht so allein ist. Natürlich will Benny kommen. Er rennt in sein Zimmer und holt die Lupe, die ihm Papa zum Geburtstag geschenkt hat. Damit können sie gemeinsam Timos Zimmer erforschen. Wenn sie Glück haben, finden sie seltene Tiere.